Heute sprechen wir über das Logo von PM International und warum du es keinesfalls auf Facebook oder auf Instagram hochladen solltest. Wenn du das machst, wenn du das Logo nimmst und hochladest, dann wirst du Probleme bekommen mit Facebook, mit Instagram. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi. Ich war mal bei PM International, habe dort im 7. Monat die Stufe Silver Presidents Team erreicht mit einem Monatsumsatz von 210.000 Euro. Das nur mit Facebook, und unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. Punkt 1. Warum solltest du das PM International Logo nicht verwenden? Das ist Double Content. Double Content heißt doppelter Inhalt. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel das Logo nimmst von PM, dann gibt es ja dieses Logo schon mal. Und wenn du das nochmal hochladest, weil es jemand anderer schon hochgeladen hat, dann erkennt das Facebook und Instagram, der Algorithmus, und sagt, das wollen wir nicht, weil das gab es schon mal. Dieses gleiche Problem gibt es zum Beispiel auch bei Zitaten, beim Marketingplan von PM und so weiter. Also ich würde dir empfehlen, das nicht zu tun, weil dann nämlich dein Facebook- oder Instagram-Konto auch für die nächsten Wochen sehr eingeschränkt ist. Man spricht hier vom sogenannten Facebook-Jail. Der zweite Punkt, warum du das Logo von PM International nicht hochladen solltest nochmal, ist das Wortmarken-Update. Ja? In diesem Logo ist natürlich eine Wortmarke, PM International. Also PM ist eine Wortmarke, aber auch Fitline. Wenn du dieses Logo nimmst, dann verstoßt du gegen dieses neue Update. Vor einigen Wochen hat es Adam Mosseri, der CEO von Instagram, verkündet, sie wollen keine Wasserzeichen in Videos. Das heißt, viele Leute haben TikTok-Videos genommen. Und jetzt ist es genau das Gleiche, wenn du das Logo von PM hast, dann ist ja das eine geschützte Wortmarke, und dieses Posting wird dann deinen Gruppenmitgliedern, deinen Fans und oder deinen Freunden nicht angezeigt. Also das würde ich nicht tun. Was würde ich tun? Das sage ich dir unterhalb in meinem Gratiskurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. So viel habe ich bei PM International wirklich lukriert, und noch viel mehr. In 2 Jahren waren es über 800. Alles, das war jetzt alles zu dem Thema, das Logo bei PM International und warum du es auf Facebook und Insta nicht hochladen solltest. Rock it, bye bye, ciao, ciao.